Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, grüezi miteinander und herzlich willkommen zum zweiten Videotalk über Langzeitpflege. Schön, haben Sie eingeschaltet, wieder eingeschaltet, hoffe ich wenigstens, weil wir haben ja Ende Juni schon die erste Folge von unserem Talk über Langzeitpflege online gestellt. Damals sind Johanna Weiss und Jean-Pierre Liesch meine Gäste gewesen. Und jetzt in der zweiten Ausgabe habe ich auch wieder zwei ganz spannende Gäste da. Es sind zum einen Annemarie Henny. Sie ist Ausbildungsverantwortliche im Evangelischen Pflege- und Altersheim in Thusis. Herzlich willkommen. Und auf der anderen Seite Simone Gaduff. Sie ist Leiterin Bildung von der Spitex Chur. Hallo miteinander und danke, dass ihr den Weg hierher in den Videotalk gefunden habt. Wir reden ja in dem zweiten Videotalk über Ausbildung und Weiterbildung in der Langzeitpflege. Und da nimmt es mich natürlich gerade mal als erstes Wunder, Annemarie, wie bist denn eigentlich du überhaupt in die Pflege gekommen? Ja, das ist schon lange her. Das sind ein paar Jahre her. Ja, ich habe mich eigentlich erst so Ende Schulzeit für den Beruf Krankenschwester entschieden und habe dann die Ausbildung in Ilanz gemacht. Ich habe dann ein paar Jahre im Spital geschafft als Pflegefachfrau, damals noch Krankenschwester. Und nachher habe ich gedacht, ja, ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht in einem Pflegeheim, in der Ausbildung. Und dann habe ich gefunden, entweder stimmt das Bild oder stimmt nicht, ich gehe nochmal schauen. Ich bin dann in ein Pflegeheim gekommen, also in Thusis schon, bin schon Willi dort. Und ja, ich bin immer noch dort, also konnte ich mein Bild korrigieren. Oh, das negative Bild ist jetzt positiv. Das ist ja sehr schön. Und ja. Kannst du vielleicht ganz kurz auch erklären, wie sich das gewandelt hat oder warum sich gewandelt hat? Also, es hat sich natürlich auch in den vielen Jahren, wo ich jetzt in Thusis arbeite, vieles geändert. Das ist so. Meine negative Erfahrung war dann ein bisschen, es ist so ein bisschen, sage ich jetzt böse gesagt, vielleicht Abfertigung von den Menschen. Also man hat da einfach geschaut, eben das Satz sauber und warm und so. Und nachher sind sie da gewesen und haben keine Beschäftigung gehabt. Und dann ist es Mittag gekommen und dann ist wieder, ja, so der Tagesablauf ist eigentlich nur so strukturiert gewesen, nach Mahlzeiten und Aufstehen in der Gabriken. Und jetzt ist es natürlich schon anders. Also man schaut jetzt auf die Bedürfnisse, die die Menschen haben. Man nimmt das auf und das ist wichtig und es hat sich wirklich sehr viel verändert. Und du bist der Langzeitpflege treu geblieben? Ich bin treu geblieben, ja. Einfach in einer anderen Funktion. Und was man da noch für Weiterbildungsmöglichkeiten hat, das werden wir ja in der nächsten Zeit in unserem Talk auch noch ein bisschen genauer anschauen. Simone, wie war das bei dir gewesen? Wie bist du in die Pflege gekommen? Ich glaube, ein bisschen früher als Annemarie. Also bei mir ist, glaube schon Kindheit, die ein bisschen geprägt hat und ja, auf dem Weg mich begleitet hat und ziemlich schnell gemerkt, durch die Pflege vom Grossvater mit den Grosseltern daheim, habe ich gefunden, mal, das wäre etwas, was mir zusagt. Und bin dann auch den gleichen Weg wie Annemarie, habe auch in Ilanz die Ausbildung gemacht zum Pflegefachfrau. Bei mir hat schon Pflegefachfrau geheissen. Und bin nachher auch viele Jahre im Spital gewesen. Während der Ausbildung durfte ich noch ein Praktikum in der Spitex machen. Und das habe ich gefunden, das ist so etwas Tolles, daheim betreuen und auch professionelle Pflege dort anbieten. Und bin nachher vom Akutspital dann, ja, jetzt seit ein paar Jahren wieder Spitex. Aber die Angehörigenpflege hast du in dem Sinn schon bei deinem Grossvater selber erfahren als Kind? Genau. Dazumals hat es schon ein bisschen Spitex gegeben, noch nicht so ausgereift wie jetzt. Und haben dort schon etwas ganz Tolles gefunden, vor allem auch ins Ambiente dürfen als Angehörige. Ja, die Leute in den eigenen vier Wänden können pflegen. Und die haben dazumals etwas Schönes gefunden. Er hat dürfen daheim sterben. Und das kann man ja dank der Spitex eben auch ermöglichen. Es ist ja wie eine Entlastung auch für die Leute, die noch daheim sind, die von den Angehörigen gepflegt werden. Ja, das ist eine Entlastung und ich denke auch für die Leute, die daheim noch wohnen wollen, dass man das auch so lange wie möglich kann ermöglichen kann. Das der Schritt in ein Pflegeheim ist ja, glaub, schon etwas Einschneidendes. Wie erlebst du das, Annemarie? Du bist jeden Tag in so einem Pflegeheim tätig in Thusis. Die Leute, die am ersten Tag reinkommen? Also das kann man, glaube ich, nicht einfach sagen, so ist es. Oder? Das sind verschiedene Menschen mit verschiedenen Geschichten. Sie kommen zum Teil freiwillig, zum Teil kommen sie eben auch nicht freiwillig. Häufig sind es Übertritte aus dem Spital aufgrund eines Sturz oder einem Ereignis, wo es nachher halt nicht mehr geht, zum Heimgehen. Und das sind schon so, das sind nicht einfache Zeiten für die Menschen, oder? Dass sie einfach ein Ja dazu haben. Und da probiert man dann auch individuell die Leute aufzufangen und in Empfang zu nehmen? Ja, das wird schon gemacht, ja.
Wir haben ja eigentlich eine lange Eintrittsphase. Ich sage das auch immer den Studierenden oder den Lernenden. Im Spital ist der Eintritt ein paar Stunden und so. Und bei uns geht es bis zu 6 Wochen. Oder? Da wird sehr vieles ein bisschen dosiert, dann aufgenommen und geschaut. Und, ja. Und ihr helft den Leuten auch, weil eigentlich ist es ja ein bisschen ihre Endstation, muss man sagen. Oder? Wenn sie in ein Pflegeheim kommen, weiss man in der Regel, dort wird man nicht mehr nach Hause gehen. Das ist auch ein bisschen anders geworden. Das ist die Hauptgruppe der Bewohner, ist das so. Aber wir haben auch immer wieder jetzt Leute, die einfach so für eine Ferienzeit kommen oder so also eine Art Reha-Zeit bei uns haben und dann wieder heimgehen. Also das hat sich jetzt, das ist vermehrt jetzt in den letzten Jahren auch so. Ja. Und das ist zum Beispiel auch eine Variante, dass man die Angehörigen über eine gewisse Zeit mal entlasten kann. Ja. Was fasziniert euch beide am Beruf von der Langzeitpflege? Was fasziniert mich? Ja. Also für mich schon die Faszination, dass man so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben kann und vor allem die Vielfalt, die man in der Langzeitpflege... Also ich würde sagen, die Spitex ist nicht nur Langzeitpflege, bei uns ist ein bisschen auch alles. Man hat von jung bis alt, jedes Alter. Was man auch muss sagen, der Aufenthalt oder die Kundenbetreuung sind zum Teil auch kürzer geworden. Also wir haben wie alles. Man kann kurz jemanden kennenlernen, wo man vielleicht wieder befähigt, um im Alltag allein zu gehen oder wieder zu einbeten im Alltag. Oder die, wo man dann einfach merkt, da muss man immer mehr übernehmen und wo man dann wie auf dem Weg begleitet, nachher, ja, wie wir dann gesagt haben, der Übertritt in ein Pflegeheim. Und für mich so ein Setting können, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben können und auch die Freude, die man zurückkriegt von den Kunden im Alltag. Was fasziniert dich? Also am meisten fasziniert mich eigentlich die Lebensgeschichte. Also die verschiedenen, ja, sie haben wirklich viele Jahre schon gelebt und einfach so, das ist spannend, oder? Ja. Da erlebt man viel über die Menschen, weil sie einfach im Alltag auch erzählen, nicht mehr. Ja, mehr oder weniger, oder? Wir haben natürlich auch, wir haben auch kürzere Aufenthaltszeiten. Zum Teil kommen die Leute in einem Zustand, wo sie dann vielleicht nicht mehr so viel kommunizieren können. Aber man tut ja viel Nachfragen, auch bei Angehörigen, eben über Lebensgeschichte, Biografie, oder? Das ist ein Thema, damit man da möglichst nicht, ja, vielleicht Sachen noch kann einbauen in Pflege und Betreuung, wo ihnen auch vertraut sind. Jetzt, ihr habt euch in der ganzen Tätigkeit von eurer Pflegefach, also Tätigkeit als Pflegefachperson, habt ihr euch weiterentwickelt in einen anderen Bereich, nämlich in die Aus- und Weiterbildung, und schaut jetzt, dass der Nachwuchs gut ausgebildet wird. Was hat bei dir zu dem Schritt geführt, dass du sagst, jetzt möchte ich nicht mehr unbedingt selber aktiv am Patient oder am Bewohner tätig sein, sondern mich eben um den Nachwuchs kümmern? Also ich habe eine Weile eigentlich das kombiniert gemacht. Also bin ich so reingekommen, von Stationsleitung, nachher so ein bisschen mehr Berufsbildnerin und habe dann auch noch wochenendweise auf der Pflege auf der Station geschafft, aber habe dann wie gemerkt, wir haben immer mehr Lernende, irgendwann geht es nicht mehr, um dem gerecht werden auf der Station. Und ja, es ist einfach schon eine Freude, auch eine Motivation, so Menschen können abzuholen, wo sie sind, und dann begleiten. Aber eben, ich sage immer, Hauptpersonen sind immer die Lernenden oder Studierenden, das sind nicht wir. Aber wir sind einfach zu unterstützen, da ihren Weg zu finden oder auch wirklich die Unterstützung zu geben. Ja. Und bei dir, Simona? Ja, schon auch die Lernenden im Berufsleben den Einstieg zu ermöglichen und auch die Freude. Und ich finde auch so spannend, die Individualität, jeder dort auch abholen, wo er ist, und am Schluss können sagen, mal, es ist eine Fachfrau oder ein Fachmann, wo uns dann unterstützt. Egal in welchem Bereich noch der Weg dann hinführt. Ja. Aber es ist so, auch die Freude können weitergeben vom Beruf und die individuelle Unterstützung. Und wie man eben den Einstieg in die Pflege findet, das werden wir jetzt auch miteinander noch diskutieren. Wie wird man eigentlich Pflegefachfrau oder Pflegefachmann? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man sagt, so viele Wege führen in die Pflege. Jetzt wenn wir das einmal genauer anschauen. Wenn man jetzt als Jugendlicher vor der Berufswahl steht und überlegt, ja, Pflege, das wäre vielleicht noch etwas für mich. Was hat man denn für Möglichkeiten, Annemarie?
Ja, das ist ja auch etwas, was sich jetzt wirklich verändert hat. Also früher hat man da immer noch eine Vorschule machen und Praktikum und Fremdsprachaufenthalt und so weiter, bis man dann mit 18 endlich anfangen konnte. Und jetzt ist es ja so, dass man eigentlich gerade nach der obligatorischen Schulzeit hat man die Möglichkeit, in den Beruf einzusteigen, entweder in eine 2- oder in eine 3-jährige Ausbildung, AGS oder VG oder VB dann im Sozialbereich. Das sind Abkürzungen, die man vielleicht auch mal zuerst erklären muss. Was heisst das alles? Also VG ist Fachperson Gesundheit. Genau, das ist Fach. Dort geht es schwerpunktmässig eben um Gesundheit und Pflege. Sehr breiter Beruf, ja, genau. Jetzt, wenn man vor dieser Berufswahl steht, ist man vielleicht 15, 16, je nachdem, am Ende von der obligatorischen Schulzeit, ist das nicht zu früh, um sich für eine Langzeitpflege zu entscheiden? Ich würde sagen, nein. Es gibt auch hier, ich hatte gerade letzte Woche eine Schnupperwoche mit solchen, die jetzt im Berufswahlverfahren sind, also die so ein bisschen sind, am Entscheiden, was will ich hin, ist das der Beruf? Und gewisse Leute oder gewisse Jugendliche haben ganz klar gesagt, ich will jemanden über die längere Zeit können betreuen oder eine Beziehung können aufbauen. Oder ich will vielleicht nicht das alte, das Hektische, das im Spital ist, wo immer am Morgen noch etwas anderes ist oder man weiß nicht, was der Nachmittag bringt, sondern auch, dass der Kunde im Vordergrund steht, Beziehung können aufbauen. Und das merke ich, das hat sich schon ein bisschen verändert, auch bei den Jugendlichen, wo das auch immer wichtiger wird. Hast du noch eine Ergänzung? Also ganz einfach ist es nicht, also aus meiner Erfahrung, in dem Alter die Entscheidung zu treffen. Und das sieht man ja auch nachher, sie machen dann einmal die Grundbildung und dann vielleicht gehen sie dann eben ganz einen anderen Weg. Aber ich sage immer, es ist so eine Möglichkeit, es ist auch wie ein bisschen eine Lebensschule. Also sie werden ja, da gehen sie durch ihre Teenager-Zeit durch, was auch nicht immer ganz einfach ist, auch für uns nicht, gell, Simone? Aber sie lernen etwas eigentlich wie fürs Leben. Und natürlich wollen wir, dass sie bleiben. Aber es ist halt mal wirklich schwierig, weil man erst dann in dieser Zeit halt merkt, oh nein, bei mir geht es gleich jetzt halt in die Richtung oder in die Richtung. Ja. Aber wenn man sich jetzt einmal entscheidet, wie sieht denn der Weg aus, dann bewirbt man sich eigentlich für ein Pflegeheim oder bei der Spitex für einen Ausbildungsplatz. Und dann hat man ja Praktika, also auch praktische Schulung und Schule. Oder wie sieht so eine Woche von jemandem in der Ausbildung aus? Also eine Woche von jemandem, der gerade in der Frühschule in der Ausbildung startet, ist, gerade so, wenn man im ersten Lehrjahr anschaut, dann sind es 3 Tage im Betrieb und 2 Tage pro Woche hat man Schule. Und dann hat man noch über das Jahr verteilt, im ersten Lehrjahr sind es noch 15 Tage, wo es so UK gibt, das sind so die überbetrieblichen Kurse, wo dann wie die Mischung ist, wo man ja Theorie lernt man in der Schule, das fachliche Wissen wird dort vermittelt. Und dann hat man, ich sage immer, das ist schon wie geschützte Rahmen, wo ich dann die Sachen, die ich theoretisch gelernt habe, kann noch mal mit Fachleuten aus der Praxis üben, transferieren oder umsetzen und mal auch ausprobieren oder vielleicht auch diskutieren. Ja, wie machst du das, Annemarie? Oder wie macht mein Kollege? Oder wie machen das? Und dass dann die Erfahrung dann mitnehmen, für nachher in der Praxis können umsetzen. Weil es gibt gewisse Sachen, wo man ganz klar sagt, ja, das würde ich vielleicht nicht zuerst mal beim Bewohner oder beim Kunden umsetzen. Und für das sind dann die überbetrieblichen Kurse da. Was denken ihr, was braucht man für Eigenschaften, dass man eine gute Person ist als VG? Was muss man mitbringen, dass das ein Erfolg wird? Also viele sagen ja beim Bewerbungsgespräch, ich möchte anderen Menschen helfen. Und das ist so ein bisschen, ja, was heisst denn das, oder? Aber ich glaube, es ist gar nicht so falsch. Also das, grundsätzlich muss man Menschen gerne haben. Also man muss wählen, sich mit Menschen auseinandersetzen, man will sich darauf einlassen, auch in einem Team arbeiten, oder wir arbeiten sehr auch in Teams. Spitex ein bisschen weniger vielleicht so, aber ja, das muss man auch. Und etwas vom Wichtigen ist einfach die Sprache, Deutsch, oder? Und da legen wir einfach grossen Wert, immer mehr darauf Wert, dass wirklich die Niveau, dass die da sind. Wenn jemand jetzt VG halt, muss halt das B2 Deutsch zum Beispiel sein, oder wenn die 2-jährige Lehre ein B1, also es ist so wichtig, und zwar einfach mehr wichtiger noch fast als Kommunikation mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ist es, um in der Schule mitzukommen. Ja. Also, weil mit den Bewohnern geht vieles auch averbal, ohne Sprache, oder? Das ist dort, muss man auch etwas mitbringen, oder? Dass man sich da einlassen kann. Und das noch vom Alter ist vielleicht noch interessant. Ich habe zuerst auch gedacht, wo da 16-Jährige und so, wie geht das mit dieser, sie tun ja wie eine Generation, also wo sie betreuen, die sind ja wie eine Generation oder 2 Generationen älter als sie. Aber das ist, also
erstaunlich. Das geht gut. Bei den meisten geht das sehr gut. Die finden den Draht zu den bei uns jetzt alten Menschen. Ja. Ja. Was ja auch sehr schön ist, eben, und das ist genau das, was du vorher als Lebensschule auch bezeichnet hast. Oder? Ja. Man kann von den älteren Menschen natürlich auch sehr viel lernen, gerade im täglichen Umgang und wenn man so eine engere Beziehung aufbauen kann. Mhm. Wo man vielleicht zu den eigenen Grosseltern je nachdem viel weniger macht, weil man sie nicht jeden Tag sieht. Ja. Für einen Ausbildungsplatz muss es ja aber für beide Seiten stimmen. Jetzt haben wir gehört, was man mitbringen müsste als angehender Auszubildender. Auf was schauen ihr? Was ist euch wichtig, dass ihr die richtigen Personen in die Ausbildung holen könnt? Also ich denke, ein Teil ist, wie Anna-Maria schon gesagt hat, ist sicher auch von der Sprachlichkeit her, dass es passt. Und auch ein bisschen zum Schauen, ob es vom schulischen Niveau schafft das jemand. Und der zweite Teil ist so ganz wichtig, wie gibt jemand sich? Kann jemand sich auch ein bisschen schon kommunizieren? Traut er sich auch mit den Kunden umzugehen? Kann er sich auch vorstellen? Wie ist auch die Zusammenarbeit im Team oder mit den Begleitpersonen bei uns? Ist auch so ein bisschen die Selbstständigkeit, die im Vordergrund steht. Jemand muss schon können sagen, ich traue mir denen auch allein zu gehen später oder ich kann mir vorstellen, immer an einem anderen Arbeitsort zu sein. Das sind schon auch wichtige Faktoren. Und wie findet denn grundsätzlich die Aufnahme statt? Also gibt es da einen Einstufungstest oder gibt es da ein Bewerbungsgespräch? Wie machen die das? Also ich denke, das ist auch eine Veränderung in den letzten Jahren. Oder? Jetzt sind Betriebe zuständig zum Rekrutieren. Bei der HF kommt das jetzt dann auch noch, HF-Pflege. Ja, und da hat jeder Betrieb eigentlich sich müssen wie eine, so ein bisschen einen Weg zusammenstellen, oder? Es gibt ein Puzzle, oder? Es gibt eine Bewerbung, genau, mit einem Dossier, auch mit den Schulnoten und vielleicht schon, wo man schon war, geschnuppern oder was man so mitbringt. Und das ist wie ein Teil. Und dann kommt es bei uns zu Rekrutierungstag. Wir haben jetzt 3 Tage in TUSIS, wo sie sicher in Praxis einen Einblick haben. Aber uns ist noch wichtig, wenn sie jetzt zuerst mal, wenn sie noch nie in einem Pflegeheim waren, dann raten wir eigentlich zu einer Schnupperlehre. Mhm. Weil einfach so noch mal so wirklich das Gebiet kennenlernen. Oder? Aber nach der Rekrutierung geht wirklich dann halt um die Lehrstelle. Ja. Und dann mache ich auch verschiedene Tests. Also eben Deutsch zum Beispiel ist halt auch etwas. Oder auch so kleine Mathematik da bei der VGS. Man muss ein bisschen ein Verständnis haben, einen Text können lesen und etwas daraus nehmen, oder? Mhm. Und dann haben wir ein Vorstellungsgespräch und dann tun wir noch alles zusammentragen, das Dossier, und uns dann entscheiden, ja oder nein. Für die beste Kandidatin oder best geeignete Kandidatin. Ja, also eben, so gross ist die Auswahl ja auch wieder nicht. Bewerbungen nehmen einfach auch ab, das in den letzten Jahren, das ist ja so. Mhm. Wir schauen auch immer wieder intern, dass es ein Praktikum bei uns machen könnte, vielleicht auch wenn es sprachlich noch ein Defizit da ist, wo sie das aufholen können. Und dann haben wir natürlich ein bisschen einfacher, um die Leute einschätzen. Ja. Und nehmen dann auch so. Und der Weg in der Spitex ist ungefähr gleich? Ist etwa ungefähr gleich. Ich denke, was bei uns noch ein bisschen, so ein bisschen noch dazu kommt, ist mir auch wirklich zu erleben, wie sie ist denn auch unterwegs. Und wir holen noch ein bisschen die Referenzpersonen, also Referenzauskunft noch bei den Lehrpersonen, nicht so ein bisschen das Ganze. Aber sonst würde ich sagen, ja, ist es identisch, auch so von den Tests und vom Ganzen sind wir da auf dem gleichen Weg. Aber ich nehme an, während der Ausbildung ist jemand bei euch bei der Spitex dann nicht allein unterwegs, oder? Nein, man führt sie natürlich da an. Also ich kann mich ganz gut erinnern an eine Lernende, die letztes Jahr angefangen hat, die irgendwann beim Probezeitgespräch nach 3-4 Monaten mal gesagt hat, ihr Ziel wäre, im Dezember einmal allein bei jemandem zu gehen. Oho, okay. Und dann haben wir mit ihr wie geplant, vorzu, was für Kunden siehst, was könntest du dorthin, zusammen mit dem Team dorthin angeschafft. Und es war schon schade, dass wir jetzt eben gerade durch die Pandemie Masken hatten. Ich hätte das Lachen nach dem ersten Einsatz so gern gesehen. Sie hat es also geschafft? Sie hat es geschafft und sie hat gestrahlt. Und ich sage, das ist bei allen der grösste Stolz, wenn sie mal jemanden gehen können. Und dann sagt die Kundin, das haben sie dann gut gemacht. Ah, schön. Also hat sie auch ein persönliches Erfolgserlebnis gehabt. Ich glaube, das ist ja eh immer sehr wichtig. Oder? Und das ist schon das, denke ich, der grösste Unterschied von der Langzeitpflege, also im Pflegeheim. Bei uns muss man sie wie anführen, dass sie irgendwann können, allein dann übernehmen. Mhm. Und auch das Vertrauen schenken. Sie kann das. Ja. Auch zu loslassen. Und auch die Kunden reagieren. Das haben wir auch schon gesagt, ja, all die Generationen, sie finden es auch schön, wenn die Lernenden kommen. Mhm. Auch zu sehen, ey, wir haben auch jemanden, der uns dann im späteren oder vielleicht auch meine Kinder haben, jemanden, der sie dann betreut. Ja.
Ja, das ist ja eh die grosse Frage, oder? Wer betreut uns im Alter? Wir kommen sicher gegen Schluss des Gesprächs auch noch darauf zurück. Wie sieht das wirklich aus mit dem Pflegenotstand? Was mich aber noch interessieren würde, Annemarie Henni, gibt es beim Pflegeheim auch ähnliche Situationen? Also kann man da zum Beispiel auch mal eine Lernende oder einen Lernenden dann allein in ein Zimmer schicken? Ja, also das ist ganz wichtig, kann ich auch noch sagen. Also es ist natürlich nicht das gleiche Umfeld. Bei uns ist jemand dann auf der Station, wo man abgerufen kann. Aber eigentlich ist es auch das Einführen in selbstständige Verantwortung übernehmen. Und das ist eigentlich schon relativ früh. Also dass man wirklich schon ja, den Kontakt mit den Bewohnern, Grundpflege einführt und die, ja. Und dort muss man auch ein Vertrauen aufbauen zu den Lernenden. Oder bei den einen halt ein bisschen länger mitgehen und schauen und bei den anderen ein bisschen weniger lang. Aber das in die Verantwortung einführen, das tut man sie eigentlich schon relativ schnell. Aber sie sind nie allein, sie können immer jetzt jemanden rufen. Oder? Ja. Jetzt haben wir eigentlich so den klassischen Weg angeschaut, mit dem, wie wenn man eben eine Lehre macht als Fachperson Gesundheit. Gibt es auch die Möglichkeit, bei euch irgendwie quer einzusteigen? Ja, also Quereinstieg ist bei uns etwas sehr erwünscht, also wo wir jetzt auch viele sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Also eine Variante ist natürlich, bei uns kann man häufig auch, weil wir noch Hauswirtschaft anbieten, kann man zum Beispiel auch dort mal einsteigen als Erwachsene. Und wo man dann merkt, mal, ich will ein bisschen mehr als nur hauswirtschaftlich, auch, vielleicht auch ein paar Mal pflegen oder das Ganze, dann kann man die Weiterbildung machen zum Pflegehelferin oder Pflegehelfer vom SRK. Mhm. Das ist eine Weiterbildung, die 120 Stunden geht, plus ein 3 Wochen das Praktikum, wo man nachher befähigt ist, einfache pflegerische Situationen zu übernehmen. Und von dort weg kann man dann über den Erwachsenenweg auch dann in einem 2-jährigen Lehrgang den Abschluss zur Frage machen. Mhm. Eben, es gibt, es ist nicht, wenn man jetzt sich mit 16 nicht für den Weg entscheidet, mit 18 fertig, sondern es gibt auch die Möglichkeit, eben einen Kurs zu machen, dann merkt man, oh, das gefällt mir noch, und sich dann noch weiterbilden. Ja. Das ist ja eigentlich auch noch sehr wichtig, dass jemand da jetzt das, ja, wenn man findet, das ist, es ist noch zu früh oder mit 16, ich weiß jetzt noch nicht, ob das genau das Richtige ist, dann können wir trotzdem noch weitermachen. Ja. Und dann wären wir eigentlich gerade so bei diesen Weiterentwicklungsmöglichkeiten noch. Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Eben, ihr habt euch jetzt entschieden, eher euch fachlich zu verändern und in die Bildung zu gehen. Was gibt es dort noch so für Möglichkeiten, wie, wenn ihr mal eben ein paar Jahre Erfahrung auf der Station oder bei der Spitex gesammelt haben. Wie kann ich mich beruflich verändern, um vielleicht auch nochmal eine neue Herausforderung anzunehmen, ohne dass ich gerade eben weggehe von der Pflege? Was hat man in einem Pflegeheim für Möglichkeiten? Also vielleicht noch etwas zum Werdegang, der eben möglich ist. Also man kann jetzt zum Beispiel einsteigen mit einer 2-jährigen Ausbildung, Grundbildung, für so ein bisschen die Schwächeren, aber wo sich vielleicht dann sehr entwickelnd und eben, die Sprache ist ja dort auch immer eine Frage, wie das geht. Und die haben dann die Möglichkeit, wirklich weiterzumachen. Also von AGS eben die Assistenzausbildung zu VG, nachher weiter zu HF. Und man kann dann auch weiter ein Studium machen, noch weiter, also ein weiterführendes Studium. Ein Master kann man machen in so vielen Gebieten. Ich glaube, wir sind im Gesundheitsbereich da an einem Ort, wo ja, sehr viel, also sei es Palliative Care, sei es auch Demenz. Wir haben ja sehr viele demenzerkrankte Menschen. Da kann man wirklich auch einen Master machen, wo es dann wirklich Fachleute jetzt auch in unserem Haus hat, die das gemacht haben, die sehr wertvoll sind. Ja. Palliativcare ist ein Thema, wo ganz viele Möglichkeiten bestehen. Ja. Das sind all die fachlichen Möglichkeiten, wie man sich spezialisieren kann oder eben eine spezielle Station dann vielleicht auch mal auf einer speziellen Station arbeiten. Und dann kann man ja aber auch in der Funktion noch ganzen Haufen Weiterentwicklungen machen, weil es braucht ja zum Beispiel auch Stationsleitungen im Jahr, oder? Also ist das einfach jemand, wo lange Erfahrung hat, die dann als Stationsleiterin einmal zum Einsatz kommt? Oder kann man auch dort seine eigene Karriere planen? Wie sieht das aus? Also man ist ja schon vom Typ ein bisschen Führungsperson. Oder? Ich habe das eine Weile gemacht, Stationsleitung gehabt, und dann einfach gemerkt, eigentlich bin ich eben lieber in diesem Bereich ausbilden oder weiterbilden oder etwas Wissen weitergeben und nicht einfach in dieser Führungsposition, Management und das ganze Team leiten. Ja. Ja. Ich denke da, aber ja. Aber auch in der Spitex nehme ich an, kann man Führung oder Verantwortung übernehmen? Ich kann Verantwortung übernehmen. Ich denke auch, was ich da vergesse, ja, man kann auch die Verantwortung übernehmen für die Begleitung von Lernenden oder auch dort in dem Bereich sich weiterentwickeln. Es gibt auch noch andere Sachen. Auch bei uns hast du
zum Teil kommt immer darauf an, wie wir organisiert sind. Wir sind ja jetzt Spitex School mit selbstorganisierten Teams unterwegs und haben relativ eine flache Hierarchie. Mhm. Ja, nicht mehr direkt die Vorgesetzte. Dafür hat man ganz viele Rollen, die man kann wahrnehmen. Also das heisst, vielleicht ist jemand, der gerne den Dienstplan schreibt, jemand anderer macht die Planung. Also da gibt es dann so ganz verschiedene Rollen, die ich mich weiterentwickeln kann. Mhm. Und dort ja, daran arbeiten. Jetzt müssen wir aber glaub, gleich einmal dann noch ein bisschen auf die ganzen Vorurteile vielleicht zu reden kommen und auch darüber, warum springen denn so viele Leute ab? Das ist ja auch ein grosses Problem. Vielleicht findet man eben vom Nachwuchs her, es ist spannend und man steigt ein und dann nach irgendwie ein paar Jahren Berufserfahrung gibt es einen Haufen, die aussteigen, vielleicht den Job wechseln, vielleicht auch Mutter werden. Aber genau dort müsste man ja dann auch schauen, dass man die Wiedereinsteigerinnen findet und gewinnen kann. Wie kann man jemanden, der von der Pflege weg ist, als Wiedereinsteiger gewinnen? Das ist eine gute Frage. Mhm. Ich denke, wichtig ist, sie fast nicht zu verlieren. Ich denke, das ist etwas, was wir immer versuchen. Gerade solche, die schwanger werden, die Mutter werden, wie du schon erzählt hast, Thomas. Dass man dort schauen kann, ja, gibt es ein Arbeitsmodell, das sich bei uns weiter beschäftigen kann. Zum Beispiel wie Spätdienst. Wir haben viele Mütter, die sagen, Spätdienst bei uns geht eher vom 5. Weg, die sagen, ja, mal, dann ist mein Mann daheim, ich kann dann gut arbeiten. Oder dass man zum Beispiel ein Arbeitsmodell schafft für die Mutter vom 8. bis 11. Dann wissen sie ja mal, am 8. sind meine Kinder in der Schule und am 11. halb 12. wenn sie aus der Schule kommen, sind wir daheim. Also wir versuchen da auch ganz viel mit Arbeitszeitmodell und individuellen Gesprächen zu schauen, was braucht es, damit du dich wohlfühlst und könntest weiterhin daran arbeiten. Kann man also sagen, Pflege ist eigentlich prädestiniert für Teilzeit, für flexible Arbeitszeiten, dass man das Ganze auch mit der Familie unter einen Hut bringt? Genau, ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, das hat auch seine Grenzen, oder? Aber wir probieren auch, wie du gesagt hast, einfach die Leute etwas, ein Angebot zu machen, dass sie wieder einsteigen können. Vielleicht mit 20%, einen Tag in der Woche oder ein Wochenende oder zwei Wochenende. Ja, das ist wichtig. Und das ist auch, ich denke, für diese Personen wichtig, weil wir so viele Veränderungen haben, auch in unserem Gesundheitswesen. Es ist so schnelllebig wie überall sonst auch. Und wenn man da ein paar Jahre weg ist, ist es nicht ganz einfach, wieder einzusteigen. Also man muss dort schon mit Kurs und Weiterbildungen, muss man dann einfach sich wieder da ein bisschen herantasten. Mhm. Genau. Und mal ist es auch nicht ganz einfach für das Team, oder? Wenn man dann verschiedene Leute hat mit so Niederprozent und die kommt nur am Mittwoch und die andere nur am Freitag und die macht nur den Dienst. Also man muss dort eine gewisse Flexibilität vom Team, braucht es auch. Aber wenn man ja die Mitarbeiter möchte im Team haben, dann ist es wirklich ist sehr vieles möglich. Ja. Man möchte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team haben. Und ich glaube, man muss sie ja auch im Team haben, weil eben Stichwort demografischer Wandel. Es gibt immer mehr ältere Leute. Man möchte je länger, je mehr oder so lange wie möglich daheim bleiben. Aber die Angehörigen können einen vielleicht auch nicht pflegen. Dann kommt Spitex zum Tragen. Irgendwann kann man nicht mehr daheim sein. Dann kommt das Pflegeheim zum Einsatz. Aber wenn wir immer mehr ältere Menschen haben, brauchen wir auch immer genügend Pflegefachleute. Wie sieht es bei euch jetzt wirklich einmal aus dem Betrieb aus. Man hört ja immer, wir haben zu wenig Pflegefachleute. Haben wir jetzt schon einen Pflegenotstand oder wird der noch auf uns zukommen? Wie schätzen Sie die Situation ein? Ja, also ich denke schon, dass es kritisch ist. Schon. Es ist wirklich schon. Und eben, früher hat man immer gesagt, ja, zuerst gehst du zur Kur, oder? Eine Stelle wird dort besetzt und dann erst auf die Dosis und dann erst in die rein oder wo auch immer. Aber jetzt ist das nicht mehr so. Also, was ich gehört habe von anderen Pflegeheimen, dass wirklich auch in Kur auch schon die Stellen fast nicht mehr besetzt werden können. Und ich denke, da müssen wir wach sein, oder? Und ja, alles können wir ja nicht machen, aber gewisse Möglichkeiten haben wir ja schon auch. Also, ja. Zum Beispiel? Also was unternehmen wir konkret, um die Leute für euch zu gewinnen? Also jetzt gerade zum Beispiel die Direktanstellung HF, das ist jetzt für uns, das hat man nicht so gewusst, wie sich das entwickelt. Jetzt wird es ja dann so sein, dass nur noch Betrieb die HF-Studierenden anstellen. Aber das ist für uns jetzt wirklich, das sind Leute zum Teil, die bei uns VG-Ausbildung gemacht haben und dann HF möchten machen und noch bleiben. Das ist ja immer sehr ein gutes Zeichen, wenn sie noch mal länger bleiben wollen. Und dann können wir sie auch noch mit ein bisschen mehr Lohn noch mal vielleicht ein Jahr dann verpflichten. Und ja, das ist zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit.
Der Lohn ist ja, glaube ich, ein Argument, also wenn man jetzt so von diesen Vorurteilen sagt, schlecht zahlt, man will sie nicht zu stark jetzt wieder in den Vordergrund, aber der Lohn sagt man viel, die unregelmäßigen Arbeitszeiten, in der Nacht arbeiten, am Wochenende arbeiten. Aber jetzt haben wir ja eigentlich genau auch gehört, dass man genau da Bestrebungen hat, mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen und so weiter. Wie schaffen die es, um das überbringen, dass Pflege und insbesondere eben auch die Langzeitpflege spannend und herausfordernd ist? Ich denke auch mit dem Image arbeiten. Ich denke, ein ganz wichtiger Teil ist schon dran sein. Also ich habe gerade auf dem anderen Weg, als ich mit Annemarie hier ankam, gesagt, ja, früher hat man von der Spitex gesagt, das sind ja die das Fütli gehen putzen. Und da bin ich auch von dem Image weggekommen, weil es ist nicht mehr so. Also es ist viel spannender und viel breiter. Und man kann auch ziemlich viel machen, als sicher einmal an mir mitzuarbeiten. Die Entlöhnung her, da muss ich sagen, da sind wir identisch, ob wir in einem Spital arbeiten oder bei uns. Also die Schlusslöhne, die sind gleich. Mhm. Und ich würde auch sagen, wenn man vergleicht mit anderen Berufen und in der Branche, wenn man vergleicht Sozialleistungen, was wir haben, sind wir gut entlöhnt. Wo wir vielleicht anschauen müssen, ist, wie sieht die Entlöhnung von den HF-Studierenden oder von den Tertiärstufen aus? Ist das gerecht? Können wir so? Aber ich denke, das ist nicht nur ein Bereich, wo wir als Betrieb schauen können, sondern da ist auch ein Bereich, wo man vielleicht auch in der Politik dann muss gewisse Gespräche anstoßen. Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das finde ich auch. Also die HF-Studierenden sollten meiner Ansicht auch so einen Lohn kriegen, dass sie leben können. Weil ich glaube, dann würden mehr noch den Beruf auch wieder lernen wollen. Weil jetzt haben sie einfach so, ja, sie haben schon einen Lohn, auch während der Schulzeit. Das ist eigentlich eine gute Regelung. Sie müssen auch, wenn sie jetzt ein paar Wochen oder Monate in der Schule sind, haben sie gleich einen Grundlohn. Ja. Aber er ist halt sehr tief, also für zum Leben können, oder? Und ich glaube, dort müssen wir schon. Und weil es ja eigentlich ansetzen. Ein angrenzendes Studium nochmal ist, oder? Ja. Also ihr findet, man müsste einfach, wenn man während dieser Zeit am Studieren ist, in der höheren Fachschule, dass man dort dass das eine zahlte Weiterbildung ist in dem Sinn, oder? Also eine entlöhnte Weiterbildung. Ja, also das, ja, weil eben, zum Teil machen sie es aus finanziellen Gründen nicht, und das finde ich dann also sehr schade, oder? Das können wir uns fast nicht leisten, oder? Ja. Genau, ich würde vielleicht gerade dort anschliessen, vor allem dort haben wir vielleicht auch Quereinsteiger, die wir verlieren wegen dem. Wenn ich jetzt überlege, als Beispiel, ich bin vielleicht 40, ein Mann, der eine Familie daheim hat, die ich ernähren muss, dann kann ich nicht sagen, ja, ich mache jetzt ein Studium und verdiene 1600 Franken im Monat, als Beispiel. Ja, keine Familie ernähren. Nein, aber da müssen wir vielleicht schauen, was könnte man oder wie könnte man auch denen ermöglichen, die den Einstieg wollen. Genau. Dass man die wie nicht verlieren, das war auf dem Weg aus dem finanziellen Grund. Ja. Und eben ohne die lange Verpflichtungszeit. Ja. Oder wir können schon vom Betrieb aus hohe Löhne zahlen, aber dann müssen sie sich verpflichten. Ja. Alles, was über das Minimum ausgeht, gibt Verpflichtungszeit. Weil es und das will man ja vielleicht auch wieder nicht, oder? Also 5, 6, 7 Jahre verpflichten, das ist einfach unrealistisch. Ja. Das, dann macht es auch wieder niemand. Ja, oder? Genau. Wie wichtig ist es? Oder gibt es Zahlen, wie viele von denen, die eine VG-Ausbildung gemacht haben, nachher noch weiter studieren gehen, eben eine HF machen? Und man kann ja auch sagen, VG langt mir, oder? Ja. Aber wie wichtig ist es auch für euch, dass ihr eine gewisse Anzahl habt, die nach der VG dann noch die höhere Fachschule machen? Wir brauchen alle Stufen. Wir brauchen Pflegehelfer, wir brauchen die Assistentin, wir brauchen die VG und wir brauchen Pflegefachpersonen. Grundsätzlich brauchen wir alle Stufen. Wenn man anschaut, machen im Moment sicher noch mehr weiter als das, was es bleibt. Also, ja. Etwa ein Drittel, meine ich, der weitermacht, ungefähr, wenn das noch aktuell ist. Wenn es nicht noch ein bisschen mehr ist, würde ich sagen, ist im Moment zum Teil mehr, die weitermachen. Ja, also wenn Sie bei uns anschauen, unsere Abgänge, wenn es 50-50%, die bleiben und 50, die weitermachen. Ja. Und, aber trotzdem, über alles gesehen, haben wir jetzt schon zu wenig Pflegefachleute. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und jetzt wäre da die grosse Möglichkeit, für euch einen Aufruf zu starten. ihr seid ja an der Quelle. Ihr seid die, die Leute haben müssen, damit ihr sie ausbilden könnt. Annemarie Henni, was sagen Sie jemandem, der mit dem Gedanken spielt, in die Langzeitpflege zu kommen, aber sich noch nicht ganz sicher ist? Also sicher mal schauen. Nicht, also und eben, wie ich ja auch angefangen, das Bild korrigieren, das man hat. Weil vielmal hat man einfach noch
ein falsches Bild. Mhm. Also wir haben gerade eine Studierende gehabt, die ist jetzt im ersten Praktikum zu uns gekommen und hat gedacht, oh, lange Zeit und schnell durch und wieder raus, oder? Mhm. Und beim Abschlussgespräch hat sie einfach können sagen, es war so spannend gewesen. Also ich bin mit so viel konfrontiert worden, ich hätte es nie gedacht. Ja. Also sich darauf einlassen, ja. Neues entdecken und merken, dass es eben auch spannend ist. Spannend. Und es ist viel Verantwortung. Es ist ein sehr strenger Beruf, das müssen wir gar nicht abstreiten. Das ist es, oder? Und das ist ja auch vielmal, dass dann die Leute halt einfach etwas Einfacheres machen wollen. Mhm. Aber die Verantwortung hat auch seine Chancen und Möglichkeiten, mhm. Verantwortungsträger. Ich denke auch, der Unterschied zum Spital. Wir haben nicht immer einen Arzt, wo man gar kein Telefon hat. Wir müssen überlegen, brauchen wir den Arzt oder nicht. Wir müssen, ja, wir haben wirklich eine hohe Verantwortung. Mhm. Also. Und das ist auch spannend. Nicht? Das macht es ja aus. Simone Kaduff, gibt es noch Ergänzungen? Oder wie würdest du für die Spitex Leute anwerben? Ich würde auch sagen, wie Anna-Maria gesagt, über die Schnuppen schauend rein und auch vor allem erleben selber. Wie ist es wirklich? Wie geht es mir dabei, wenn ich von einem Kunden zum anderen darf gehen und auch die verschiedenen Haushalte sehen und erleben? Mhm. Weil das ist, dort kann man schon viele Bilder korrigieren. Und ich würde auch sagen, was Anna-Maria schon gesagt hat, ja, man hat viel Verantwortung, aber man darf sie auch nehmen, man darf auch entscheiden, man darf auch beobachten und Sachen weitergeben. Man ist dann nicht der, man hat nicht nur jemanden, der immer über einem steht und sagt, oh, das musst du jetzt machen und so. Man darf auch kreativ sein, man kann eigenständig sein und das ist schon auch, finde ich jetzt für mich, etwas sehr Wichtiges und Schönes. Und jetzt haben beide gesagt, man soll mal schauen, man soll sich selber ein Bild machen. Kann man in dem Fall sich einfach überlegen, welches ist mein Pflegeheim in der Nähe oder Spitex in der Nähe, Telefon nehmen und einmal anrufen und sagen, ich würde gerne mal einen Schnuppertag machen. Also wir haben es so organisiert, wir haben 4 Schnupperwochen verteilt über das Jahr, wo man sich anmelden kann, mhm. wo man auch dann wie begleitend, auch gezielt mit einer Einführung, wo man auch anschauen, was ist der Berufsbild, was ist Spitex, was machen wir auch, wo man sich ein bisschen darauf vorbereitet, was erwartet sie denn auch. Und dann geht man mit der Begleitperson an die Basis, um das zu erleben. Und dann gibt es auch noch eine Auswertung, wo man wirklich auch anschaut, was haben sie erlebt, wie war diese Woche gewesen, oder auch vor allem, wie du auch gesagt hast, hat sich das Bild verändert? Mhm. Wie sehe ich jetzt? Oder gibt es auch vielleicht Sachen, die mich beschäftigt haben, die ich aber irgendwo noch nie nachher deporieren konnte? Weil ich finde, das ist auch noch etwas ganz Wichtiges, wo man muss wie überlegen, sind zum Teil Leute, die vielleicht noch nie in der Pflege sind oder vielleicht noch nie gewisse Bilder gesehen haben, dass man auch dort das Gespräch findet und auch zu merken, sie sind auch nachher nicht allein oder sie werden nicht allein gelassen. Heisst aber auch, wenn ihr sagt, dass ihr so Schnupperwochen ausgeschrieben habt, dass man sich bei euch informieren muss, wenn das die stattfinden, nicht, dass man den Zeitpunkt verpasst. Sind die auf eurer Webseite? Die sind bei uns dann auf der Webseite. Wir sind gerade dran, dann das 22 am Planen, dann werden demnächst auf der Webseite wieder drauf sein. Oder auch, wir deponieren sie auch bei den Berufsberatungen, dass sie auch Daten haben. Also und da kann man davon ausgehen, dass alle Spitex das so machen? Jetzt aber je nachdem muss man einfach auch anfragen, wie machen es andere. Ich würde auch sagen, scheuchen nicht läutend an. Mhm. Auch nachfragen unbedingt, weil ja, die Handhabung ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Ja. Wie ist es im Pflegeheim? Gibt es dort auch ausgeschriebene Wochen, Tage, wo man sich anmelden kann? Oder ist es individuell? Nein, wir handhaben es jetzt so in Dosis, dass man einfach anfragen kann. Ja, und dort eine kurze Bewerbung schicken, Motivation, warum will man kommen, was für eine kleine, also ganz kleine Bewerbung. Ja. Ganz klein. Und dann, dann tun wir das organisieren meistens. Ziemlich individuell oder auch ein paar zusammen? Nein, wir haben jetzt immer individuell. Ja. Es kann sein, dass einmal 2 zusammen sind. Aber, ja. Und auch die Rekrutierungswoche für die Lehrstellen, die haben wir dann zu festen Terminen. Gut, ja. Super. Ich glaube, dann haben wir ganz einen Haufen Neues erfahren und Wichtiges erfahren und hoffentlich auch das Bild können ein bisschen eben kehren, so wie es du persönlich erlebt hast in deinem Werdegang, dass die Langzeitpflege etwas Spannendes, etwas Herausforderndes ist mit grosser Verantwortung. Danke vielmals, Anna-Maria Henni und Simone Kaduff, dass ihr da gewesen sind, dass ihr aus eurem Alltag und auch aus der Weiterbildung, Aus- und Weiterbildung erzählt habt. In dem Fall ist es wichtig, dass man sich auf den einzelnen Webseiten informiert und schaut, ob das etwas wäre für einen. Und das wäre es vom zweiten Videotalk über Langzeitpflege. Herzlichen Dank an Anna-Maria Henni und Simone Kaduff, dass ihr meine Gäste waren. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Tun Sie sich informieren auf den einzelnen Webseiten oder zusammengefasst auf der Webseite langzeitpflege-gr.ch. Das ist die Webseite vom Projekt Spitex und Pflegeheim Graubünden. Dort finden Sie alle Informationen.
Am 29. Oktober geht dann unser dritter Videotalk online. Und dann werden wir dann eben schauen, ob das mit dem Füdliputzen und Essen eingehen, ob das wirklich so ist. Wir wollen den Alltag der Langzeitpflege kennenlernen. Wiederum mit zwei spannenden Gästen. Einerseits wird Vanita Wiesmann von der Spitex Region Langquart bei mir zu Gast sein. Und auf der anderen Seite der Lukas Gasparini. Er ist tätig im Pflegezentrum Klienta in Andeer. Mit Ihnen zwei reden wir direkt über den Alltag und aus dem Alltag der Langzeitpflege. Bis dann, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und überlegen Sie sich doch einmal, ob die Langzeitpflege vielleicht auch etwas für Sie wäre oder ob Sie jemanden kennen aus Ihrem Umfeld, der gerne in die Langzeitpflege einsteigen möchte. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen miteinander.